Mach bitte das Licht aus. Diese Aufforderung hören Kinder oft von ihren Eltern. Aber kaum ein Kind hält sich auch wirklich daran. Zwar ist das Wort Nachhaltigkeit in aller Munde, Kinder können das aber kaum nachvollziehen. Mit der hessischen Bildungsinitiative Nachhaltigkeit soll sich das nun ändern. Die Bildungsinitiative hat zum Ziel, umweltbewusstes Handeln und Verhalten im Schulunterricht an die Kinder und Jugendlichen zu vermitteln, damit sie künftig tatsächlich ihr Verhalten hinterfragen können und im Sinne der Umwelt auch tatsächlich sich entscheiden können, beim Essen, beim Einkaufen, beim Reisen, was ökologisch verträglich ist. Dazu müssen sie aber die Alternativen kennen, ihre Handlungsoptionen, und insofern ist diese Bildungsinitiative breit angelegt. Einige Modellprojekte zum nachhaltigen Lernen gibt es schon. In Frankfurt etwa nehmen mehrere vierte Klassen am Schuljahr der Nachhaltigkeit teil. Hier kommt ein Team von Energieexperten in den Unterricht und vermittelt Nachhaltigkeit ganz praxisnah an verschiedenen Mitmachstationen. Wir starten immer mit einem Modul zum Klimawandel. Das ist für uns das verbindende Element, was wir in allen anderen wieder aufgreifen. Und dann gibt es eben die, wo dann wirklich die Handlungsmöglichkeiten sind. Das kann sein Sachen wie Strom sparen und richtiges Heizen, aber auch Recycling oder Papierverbrauch in der Schule. Themen wie fairer Handel beim Frühstück, aber auch ein klimafreundliches Frühstück. Also so ein ganz breites Themenspektrum nachhaltiger Entwicklung. Alternative Energiegewinnung und umweltbewusstes Leben werden immer wichtiger. Deshalb möchten die verschiedenen Projekte die Kinder schon früh sensibilisieren. Aber bringt das Ganze auch etwas? Das ist natürlich schwer zu sagen. Das ist, also die sind jetzt in der fünften Klasse, die aus dem ersten Jahr. Was man aber schon sehen kann, ist es natürlich, dass es an der Schule was bewegt. Dass auf einmal ein Dienst eingerichtet wird. Wir bringen unser Papier selber raus, damit es auch wirklich getrennt gesammelt wird. Oder jemand hat auf einmal einen Dienst und guckt, dass das Licht ausgemacht wird in der Pause, und auf der Ebene, da können wir auf jeden Fall ganz viele Erfolge sehen. Im Zuge der Bildungsinitiative Nachhaltigkeit sollen die Modellprojekte jetzt nach und nach auf alle Schulen in Hessen ausgeweitet werden. Und so könnte es bald überall heißen: Der Letzte macht das Licht aus.